Mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette wurde Werner Wittlich vor kurzem für sein überragendes politisches Engagement ausgezeichnet. Kurze Zeit später eröffnet er gemeinsam mit HWK-Hauptgeschäftsführer Alexander Baden den Erweiterungsbau des Zentrums für Restaurierung und Denkmalpflege in Herstein. Wir waren dabei und stellen ihn Werner Wittlich etwas näher vor. Mein Redaktionskollege Jörg Diester war gemeinsam mit dem Unternehmer und HWK-Präsidenten unterwegs. Die Handwerkskammer Koblenz als Selbstverwaltung des Handwerks im nördlichen Rheinland-Pfalz wird hauptamtlich durch Hauptgeschäftsführer Alexander Baden geführt. Für das Ehrenamt steht Präsident Werner Wittlich an der Doppelspitze der Handwerkskammer. Im November 2009, also vor fast einem Jahr, wurde der Westerwälder zum Präsidenten gewählt. Sie sind jetzt seit 40 Jahren ehrenamtlich in der Politik engagiert. Da haben Sie auch in dieser Woche einen Preis für bekommen. Werden wir nachher in der Sendung noch sehen. Seit fast einem Jahr Präsident der Handwerkskammer hier in Koblenz. Wenn Sie mal diese neue Rolle für Ihr Leben einordnen, wie wichtig ist Ihnen das? Ja, ich bin ja nicht ganz neu im Handwerk, sondern war ja schon über 20 Jahre Kreishandwerksmeister in den Kreisen Neuwied und nachher in der fusionierten Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald. Das Ehrenamt im Handwerk hat mir immer sehr am Herzen gelegen und das Präsidentenamt hier in der Handwerkskammer Koblenz ist natürlich ein ganz bedeutendes Amt und ich sage auch ganz deutlich, mir macht es große Freude, dieses Amt ausüben zu können und ich verspüre doch, dass man in der einen oder anderen Situation nah bei den Handwerkern, beim Handwerk ist und schon helfen kann. Und das ist auch meine erste Pflicht als, sage ich mal, Präsident, als Oberhandwerker hier in der Region. Wir werden in dieser Sendung nicht nur den Präsidenten Wittlich kennenlernen, sondern auch den Menschen und darauf freuen wir uns. Werner Wittlich, 1946 im Westerwälder Kurtscheid geboren, er lernte das Elektrohandwerk und legte in diesem Beruf auch den Meisterbrief ab. 1972 machte er sich mit 26 Jahren selbstständig. Ein Handwerker durch und durch, der aber auch politisch seine Spuren hinterlassen hat. So in mehr als 8 Jahren Bundestagszeit. Herr Wittlich, Sie haben sich mit vielen bedeutenden Gesichtern der Politik getroffen, des Zeitgeschehens, unter anderem mit dem Papst. Wie ist das, wenn man sich mit dem Papst trifft? Ja, das ist ein ganz besonderes Ereignis im Leben, was ja jeder von sich nicht behaupten kann, dass sowas vorkommt. Bin ich auch ganz stolz und dankbar dafür. Der Papst ist ja einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts, der nach meiner Auffassung auch wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Situation sich zwischen Ostblock und dem Westen deutlich entspannt hat. Und er hat auch seinen Anteil an der deutschen Wiedervereinigung. Aber es läuft einem schon kalt den Rücken runter, wenn man mit einer solchen Person spricht. Der Politiker Wittlich hat sich in Bonn und Berlin eingebracht, dabei als Vertreter seines Wahlkreises die Interessen der Region vertreten und natürlich die als Handwerker für seinen Wirtschaftsbereich. Das hat ihm Anerkennung eingebracht, bei ehemaligen Aktiven, aber auch bei aktuellen Politikern über die Parteigrenzen hinweg. Für sein ehrenamtliches politisches Engagement wurde Wittlich jetzt durch die Landesregierung mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet. Warum? Das beantwortet Innenminister Karl-Peter Bruch, das SPD-Mitglied über den Mann aus der CDU. Werner Wittlich ist ja ein alter, guter Bekannter oder Freund oder politischer Freund von mir, wenn er auch in einer anderen Partei ist. Aber das hat damit nichts zu tun. Werner Wittlich hat im Ehrenamt eine Menge bewegt. Er hat auch im Kreistag, er ist heute noch im Kreistag, Kreistagsfraktion. Also von daher gesehen denke ich, und im Ehrenamt in der Gemeinde, er kommt aus einer politischen Familie. Also diese Ehrung ist schon richtig bei ihm angekommen. Erfolg, das verknüpft Wittlich immer auch mit einer funktionierenden Mannschaft. Das gilt auch für seine Arbeit als geschäftsführender Gesellschafter in der Rengsdorfer Bürowelt Hoch 2. Hier ist der Handwerker und Politiker für die Kontakte nach außen zuständig. Eine Aufgabe, die ihm liegt, wie er bekennt. Der Kontakt zu Menschen, auf ihre Interessen eingehen, mit ihnen zusammen Ziele erreichen, das sind Wittlichs Stärken. Unersetzlich dabei ist Teamwork. Das lebt die Geschäftsführung, die durch Thomas Fliegel und Christian Zuhausen komplettiert wird, täglich vor. Schwerpunkt des Unternehmens sind Komplettlösungen für Büros und die Inneneinrichtungen, so aktuell für einen Kindergarten in Mülheim-Kärlich. Von der Elektroinstallation und Einrichtungsmontage bis hin zur Multimedia-Lösung bietet das Unternehmen Leistungen.
Dazu zählt natürlich auch die Wartung und Reparatur. Denn bei aller moderner Technik, die gerade im Kommunikationsbereich in den vergangenen Jahren ein hohes Tempo vorgelegt hat, sind die Spezialisten für Montage, Installation und für den Fall, dass mal etwas den Dienst versagt, unersetzlich. Die Werkstatt ist ein Heimspiel für den gelernten Elektriker Wittlich, der oft und gerne den Kontakt zu den Berufskollegen sucht, auch wenn er nicht mehr aktiv zum Werkzeug greift. Herr Wittlich, wenn Sie hier in der Werkstatt sind, schlägt da das Herz des Handwerkers nochmal richtig laut? Ja, immer und überall, wo gearbeitet ist, ist man ja als gelernter Handwerker direkt mit Leib und Seele und mit dem Herzen dabei. Nur das Schrauben und Reparieren, und das ist eher im privaten Bereich noch so ein bisschen meine Tätigkeit. Beruflich hat sich das ja alles anders entwickelt. Ich bin im Bereich Akquise mit tätig, im Vorführen von Geräten und in der Planung von gewissen anderen Dingen. Handwerk pur, das begegnet Werner Wittlich bei seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Präsident der HWK Koblenz. Dazu zählen auch angenehme Aufgaben wie jüngst die Eröffnung des Erweiterungsbaus des Zentrums für Restaurierung und Denkmalpflege in Herstein, mit dem die HWK konsequent den Weg in die Fläche fortsetzt. Ein Plus an Qualifizierung und Beratung, das ist nicht nur hier Anspruch der Kammer. Mehr Informationen zu den Leistungen und Angeboten des Zentrums für Restaurierung und Denkmalpflege in Herstein finden Sie im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier finden Sie auch alle Informationen zu Sonderausstellungen im Herzen Hersteins.